Smarana, ihr Lieben, es geht heute nochmal um diese ungewöhnliche Erdungstechnik von 5D, um diese spannende Art. Und zwar wurde sie mir nochmal von der geistigen Welt durchgegeben mit einer Erweiterung. Und es ist so wichtig, dass ich das euch heute ganz genau erklären möchte, denn diese Art ist dermaßen spannend und aufregend und sie schützt uns ja auch vor so vielen Dingen, die wir gar nicht so in unserem Leben brauchen. Also die einfache Erdungsmethode, die ist schon lange nicht mehr aktuell. Es gibt jetzt diese 5D-Erdungsmethode und darüber werde ich berichten. Bleibt also dran, schaut euch das Video komplett an. Und es ist bestimmt auch sehr lustig, denn mir hat eine Zuschauerin geschrieben, sie hatte die Erdungstechnik schon mal im Garten gemacht und da muss man ja so verschiedene Körperhaltungen einnehmen und sie meinte, die Nachbarn hatten ihren Spaß an ihr. Deswegen meine ich, es ist ein bisschen spaßig, aber so macht es ja auch mehr Freude. Also diese Erdung wird dir helfen, deinen Stress abzulegen. Ja, immer wenn du dich mal geärgert hast oder wenn du mal nicht im Gleichgewicht bist, machst du diese Erdung und schon fühlst du dich viel besser. Es ist ein großartiges Werkzeug für jeden, der sich mehr Seelenfrieden wünscht. Und es ist auch eine, diese Erdung, eine Form des Schutzes, ja, des Schutzes vor negativen Energien, aber auch des Schutzes für die Achtsamkeit, in welcher du dann in dieser Achtsamkeit dein Leben leben wirst. Also das macht das Leben schöner dadurch. Ja, du bist geschützt und du bist zufrieden, du bist glücklich, alles in dieser Achtsamkeit und natürlich auch ganz nah bei Gottes Liebe. Also in ein paar einfachen Schritten werde ich euch das gleich erklären, wie ihr tatsächlich raus aus dem ganzen negativen Umfeld gehen könnt. Egal, was jetzt draußen geschieht, macht diese Erdung und ihr werdet glücklich sein. Ihr werdet Spaß haben, ihr werdet euch leicht fühlen und es nimmt auch jetzt gar nicht so viel Zeit in Anspruch. Es ist für mich einfach so der perfekte Weg, ja, geerdet zu sein und alles, was früher über Erdung erzählt wurde oder wie das früher gemacht wurde, das passt nicht mehr zu uns, das ist schon veraltet. Ja, und deswegen sollten wir uns auch für die Erdung der 5D-Art in der fünften Dimension jetzt öffnen und die in unser Leben einbeziehen. Und ich hatte diese Erdung ja schon mal vorgestellt in meinem Video vom Vollmond in der Live-Sendung und heute präsentiere ich euch das nochmal in einer erweiterten Form, in einer noch intensiveren, erweiterten Form über die geistige Welt, die mir da noch Botschaften dazu gegeben hat. Ich soll es doch nochmal ein bisschen intensiver machen, sodass also auch jeder Mensch und mit einer Anleitung, sodass dann auch jeder Mensch das dann nochmal für sich nutzen kann. Es ist eine einfache Methode, aber sie schützt halt auch vor psychischen Krankheiten, vor emotionalen Belastungen. Es ist einfach ein ganz großartiges Werkzeug für jeden, der sich Seelenfrieden wünscht. Und dieses Geschenk überbringe ich euch heute mit so einer großen, großen Freude. Ich glaube, ihr spürt's. Also es fängt so an. Ich beschreibe das jetzt nochmal und die, die am Livestream dabei waren, die wissen das schon. Und was danach kommt, ist dann die praktische Durchführung, die wir zusammen machen werden. Das wisst ihr noch nicht. Also man nimmt die Hände, legt sie so an den Spitzen zusammen und dann hier über den Kopf, ne, dass man hier oben so eine Pyramide hat. Dann nimmt man die Füße, stellt sie unten auch so Spitze zu Spitze aneinander, dass sich das so ein Dreieck ergibt. Also die Füße in der Spitze zusammen, die Hände in der Spitze zusammen. Man steht praktisch in so einem Dreieck oben und in einem Dreieck unten. Und das ist, wenn man das noch genauer betrachtet, und das hatte ich euch noch nicht gesagt, das ist eine Form der Merkaba, die man da einnimmt. Ja, die Merkaba besteht ja auch aus zwei solchen Dreiecken, solchen Tetraedern, die um den menschlichen Körper herum rotieren und oben ist eine Spitze und unten ist die Spitze. Und das symbolisiert man mit diesen
mit seinen Händen und mit seinen Füßen. Also da wird praktisch die Merkaba nachgebildet. Und deswegen fühlt ihr da auch schon so eine ganz große Energie. Und wenn man das jetzt in der Meditation, so wie wir es machen werden, nutzt und sich damit verbindet, dann hast du eine enorme Erdung, die dich gleichzeitig mit der fünften Dimension verbindet und auch ganz intensiv tief mit der Erde verbindet. Und das ist praktisch die Ausgangsposition, um in weitere Dimensionen bequem aufsteigen zu können. Das ist das, was diese Erdung so besonders macht. Ja, bisher hatten wir uns so geerdet, dass du dich vorgestellt hast, wie Wurzeln vielleicht durch die Füße in die Erde reingehen. Und was war denn dann oben? Da war nichts, ne? Und dann gibt es natürlich auch noch von Smarana die Drei-Kugel-Technik, die beinhaltet das Oben und Unten. Und wer diese Technik kennt, der sollte nach der Drei-Kugel-Technik diese 5D-Erdungstechnik noch dazu machen. Und dann hast du das optimale Ergebnis überhaupt. Und dann, wenn wir das oft üben, jeden Tag vielleicht zum Beispiel einmal, ne, das reicht aus für den ganzen Tag, dann hast du dabei so viel Übung am Ende, dass es dir mit dieser Technik sogar viel leichter fallen wird, in die anderen Dimensionen aufzusteigen, und es ist gleichzeitig die Vorstufe zum Merkaba-Reisen. Wenn du dir das jetzt überlegst, was also in dieser kleinen Übung alles drinnen ist, ich finde, das kann man gar nicht begreifen. Und das hat uns ja die geistige Welt, also mir, einfach so gegeben. Ich hatte gar nichts erwartet, auch um nichts gebeten, und dann kam das, und jetzt dann heute Nacht doch kam jetzt dann noch dieses dazu mit der Merkaba-Reisen. Und ich muss dazu sagen, ich habe die zwei letzten Nächte nicht geschlafen. Gestern konnte ich schlafen. Aber vorher, es wurde so intensiv an mir gearbeitet, dass ich schon fast verzweifelt war. Ich war echt sehr müde dann auch am Tag. Aber das ist jetzt wieder gut. Ich habe also eine schöne Nacht hinter mir, und daraus ist praktisch diese Erdungstechnik in die Vollendung gekommen, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde und die wir zusammen machen werden. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei, und nachdem wir es gemacht haben, sprechen wir auch nochmal drüber. Und ich werde natürlich auch auf Telegram nochmal mit euch darüber reden, weil es einfach wichtig ist, dass es ganz viele Menschen erfahren und wir so zusammen auch letztendlich für den Aufstieg ja wirken mit guter Erdung, weil die Erde selbst profitiert ja auch davon, wenn die Menschen gut geerdet sind, mit ihr verbunden sind. Und sie wird uns auch einen ganz festen Halt geben, die Erde. Sie wird uns extrem mit ihrer Liebe erden, und wir können dann umso leichter tatsächlich ja in die anderen Dimensionen aufsteigen. Es ist so toll. Jetzt sprühe ich mich mal ein. Was nehmen wir denn? Smarana nehmen wir mal. So, ihr Lieben. Der Link zu den Aura-Sprays steht auch in der Videobeschreibung. Ihr könnt da auch immer mal gerne nachlesen. Und ich möchte euch auch einladen, nach Marburg zu kommen. Dort könnt ihr mich persönlich kennenlernen. Auf dem spirituellen Treffen. Auf dem spirituellen Treffen. Und zwar ist das am Freitag, den 6. August. Dort gibt es eine Ausbildung zum Namen für Jüngungstherapeuten. Die Namenenergie ist ja auch so ein richtig großes Geschenk von der geistigen Welt. Und Samstag und Sonntag ist dann das spirituelle Treffen, wo wir gemeinsam für den Aufstieg wirken werden, für jeden persönlich und für das Große und Ganze. Und am Sonntag sind wir ja am 8.8. in der Löwentor-Energie, und dort wird sich bestimmt auch noch ganz viel Schönes ergeben von der geistigen Welt. So, und jetzt fangen wir mal an mit der Erdung. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Smarana.
Lieber Mensch, nimm jetzt einen tiefen Atemzug der Liebe und des Lichtes und entspanne dich bei diesem Atemzug und spüre vielleicht schon die Freude deiner Seele auf das, was jetzt geschehen wird. Du kannst diese Erdung sitzend, stehend oder liegend ausführen. Das kannst du auswählen und so wie du es wählst, wird es richtig und gut sein. So nimm nun bitte beide Hände und lege sie an den Fingerspitzen aneinander. Forme ein Dreieck. Und gleichzeitig nimmst du deine Füße und legst sie auch an den Zehenspitzen zusammen, sodass sich da auch ein Dreieck ergibt. Dann nimmst du die Hände über deinen Kopf, hältst sie an den Spitzen zusammen und stehst mit den Füßen, mit den Spitzen zusammen da. Entweder du führst dies physisch aus oder du stellst es dir einfach vor. Das überlasse ich dir. Und nun gehe bitte mit deiner Achtsamkeit in deine Seelenenergie hinein. Sie befindet sich in der Mitte deines Herzens. Und nun atme Smarana ein, die Liebe Gottes, sodass Smarana durch dich hindurchfließt. Und fühle, wie die Smarana-Energie in deinem Dreieck oben und in deinem Dreieck unten einfließt. Wie diese Energie durch deinen Körper fließt, durch jede Zelle. Wie sie dich erleuchtet, erhält, in deine Mitte bringt. Und nun richte deinen Fokus auf deine Füße und spüre, wie die Energie der Liebe in die Erde fließt, sich dort mit Mutter Erde verbindet und wie ein ganz großes Feld der Liebe und Achtsamkeit entsteht. Und nun richte deine Aufmerksamkeit nach oben zu deinen Händen und spüre, wie nun über deinen Fokus die Energie von der fünften Dimension in dich einströmt. Spüre, wie diese Energie dich durch jede Zelle durchfließt. Und lass nun die Energien in dir wirken. Jetzt in diesem Moment ist es möglich, deine Merkaba ganz intensiv zu spüren. Lass es zu und vertraue. Du bist komplett mit Mutter Erde verbunden, komplett mit der fünften Dimension. Du bist Licht durchflutet. Dein Bewusstsein erhebt sich. Deine Merkaba bewegt sich. Sie vibriert und du spürst deine Seele, dein Bewusstsein. Du spürst, dass es noch viel mehr gibt als das, was du kennst. In dem Moment fließt alles Negative von dir ab. All das, was dich belastet, fließt einfach ab. Ein Schutzkreis legt sich um dich herum und du bist in der Energie von 5D geerdet. Deine neue Erdung. Und nun kannst du
einfach deine Augen öffnen und wieder hier sein. Die Erdungsenergie wird dich heute den ganzen Tag begleiten. Sie wird dich schützen, zentrieren, stützen, heilen. Sie wird zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. Ich danke euch, dass ihr das mitgemacht habt, und ich fühle mich selbst persönlich total sicher, total ausgedehnt, total kraftvoll und geschützt. Und ich bin gespannt, wie ihr jetzt diese erweiterte Form findet und ob ihr sie auch in euer Leben einbezieht, denn es beinhaltet wirklich wichtige Schritte für den Aufstieg. Es beinhaltet ja das Sich-Verbinden mit den anderen Dimensionen. Das ist die Ausgangsposition, um dein 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Dimension zu erreichen, weil du die mit Hilfe deiner Merkaba ja viel leichter erreichen kannst. Und je öfterst du jetzt diese Methode verwendest, umso mehr wird sich deine Seele stärken, deine Merkaba stärken und dein Bewusstsein und dein Erwachen. Also eine geniale, geniale Art der Erdung, wie wir sie vorher noch nicht gekannt haben. Und ich danke so sehr der geistigen Welt für diesen Impuls. Und ich wünsche dir alles Liebe. Übt schön fleißig und schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch damit geht. Küsschen, bis bald. Eine Herzensumarmung. Tschüss.